Und damit willkommen zurück zu einer weiteren blutigen Folge Vampire the Masquerade Justice. Schön, dass ihr da draußen wieder mit am Start seid und natürlich, wie immer, ein großes Dankeschön an alle, die meine bisherige Reise mit einer kleinen Bewertung unterstützt haben. Freunde, wir haben mit Lorenzo gesprochen, mit Pietro, ich komme langsam durcheinander hier mit den ganzen Namen, und er sagte, ey, wenn du mir hilfst, das wäre richtig cool, machen wir auch, denn der Arme hat eine ganz miese Vergangenheit, deswegen müssen wir jetzt in die Abwassertunnel und sein altes Verlies finden, in dem er gefangen gehalten wurde. Also, kurzer Recap, in der letzten Folge hat er uns erzählt, dass jemand ihn 15 Jahre lang eingesperrt hat, jeden Tag komplett ausgesaugt hat, ihm dann wieder Ratten gegeben hat, um ihn zu Kräften zu bringen, um dann wieder sein Blut auszusaugen. Also was für ein abgefuckter Kreislauf ist das bitte? Freunde, allein das hat doch schon wieder Rache verdient, deswegen, wie gesagt, wir tun alles, um den Dude zu rächen, beziehungsweise um ihn zu unterstützen. Sein oder nicht tot sein, das ist jetzt hier in dieser Folge die Frage. Auf geht's. So, komm, ab durch die Abwasserkanäle. Das kennen wir schon. Warte mal, fällt mir gerade mal ein. Hepp. Können wir jetzt... Ne, die Tür ist immer noch zu. Abwasserschlüssel brauchen wir. Hätte er uns ja mal geben können, ne? Wenn er uns schon hier runterschickt, hätte er uns eigentlich auch den Schlüssel geben können. Okay, dann halt den Weg. Gar kein Stress, kriegen wir hin. Ah, pass mal auf. Gut, dass wir zurückkommen, fällt mir gerade ein, denn... aber da brauchen wir einen ätzenden Fall für. Gib mir mal die ätzenden Pfeile. Können wir das... Ah, guck mal, er tauscht die sogar automatisch. Gut zu wissen. Zack. Boom, Baby. Jetzt können wir nämlich quasi uns die ganzen Collectibles mal schnell klar machen gehen. Die wir letztens nicht mitnehmen konnten, als wir im Abwasser unterwegs waren. Nämlich ihn da. Boom, Baby. Ha! Okay, ah, jetzt ist die Tür da unten frei. Perfekt. Okay, starte die Unternehmung. Machen wir. Was? Unten im Loch stand da. Junge, das geht immer so schnell. November, 29. Zeit jetzt. The mortals of the city knew nothing of the network of tunnels under their feet. They used to be the home of a large group of Nosferatu. Many had since left their warrens, persecuted by the Hekata, and hunted by fierce beasts. No wonder the Clan of Death had chosen to make use of what had always been below them. Finding the place where they kept Pietro imprisoned wouldn't be easy, but I would do what I had to uphold our bargain. Pietro, alles klar, das war's. Pietro müssen wir rächen, machen wir auch. Oha, Freunde. Also wie immer, ich bleib dabei. Das Spiel gefällt mir richtig gut. Es macht echt Bock. Grafik ist auch nice. Okay, da geht's tief runter, Freunde. Da geht's tief runter. Treiben wir unser Unwesen. Saugen wir ein bisschen Blut aus. Okay, alles klar. Was ist mit dir? Die Tür da oben hat wieder keinen Griff. Kennen wir bereits. Ach, guck mal hier. Komm mal her, ne, du kleine süße Ratte. Lecker. Okay, die Tür ist offen. Na, guck mal, die Ratte snackt sich. Guck mal, sie schnappt sich das Bier und macht sich aus dem Staub, ey. Krass. Fräulein. Sympathisch. So, warte mal. Zack, kommen wir hier rüber. Wir gucken einmal wenigstens ums Eck. Einmal gucken wir. Na toll, war klar, dass die Tür zu ist. Ups. Okay, wo ist die Ratte mit dem Bier hin? Direkt aus dem Staub gemacht, die Kleine. Ah, guck mal, da hinten geht schon der Erste. Erste böse Bube. Was ist los mit dir? Du bietest dich aber auch echt krass an, ne? Du willst es doch auch, aber du hast Glück. Mir geht's gut. Brauche ich gerade nicht. Wir brauchen dein Blut gerade nicht, okay. Schön sneaky, Freunde. Schön sneaky. Wo sind die bösen Buben? Boah, guck mal, wie viele das sind hier. Laufen wir mal mehr Ratten rum.
Okay, das war meine Barriere. Die haben wir mal ganz leicht demontiert. Aber bevor wir da reingehen, gucken wir nochmal hier ums Eck. Ah, guck mal, das ist sogar der richtige Weg. Gibt wohl zwei Optionen, ne? Ah, Speicherpunkt. Okay, wir müssen wahrscheinlich da hoch. Irgendwas mit dem... Eine Runde am Rad drehen. Zack. Okay, schnelle Reflexe, bevor wir ins Wasser gefallen wären. Ha. So, warte mal. Ah, okay. Ich glaube, wir kommen der Sache schon näher. Okay, das Wasser wird abgelassen. Boah. Alles klar, wahrscheinlich müssen wir gleich da runter. Könnte das hier das Versteck sein? Beziehungsweise das Verlies? Ach, und guck mal, du siehst auch hier mit den Fallrohren. Dann hätten wir darüber gekonnt. Ach, guck mal, das ist auch ein nicer Effekt, wie die Pfütze einfach in der Luft stehen bleibt. Aber ist egal, lass ich gelten. Ganz ehrlich, da bin ich nicht so der Erbsenzähler. Die Tür ist aber zu, wir müssen hier lang, alles klar. Kopf einziehen. Und hier geht's lang. Mal langsam hier so hin rumluchsen. Ist aber keiner da. Okay, alles klar. Alright, Freunde. Wo sind die bösen Buben? Okay, jetzt... Ah, krass, jetzt füllen wir das wieder, damit wir hier rüber gehen können. Und während wir warten... Gib mir mal einen Säurefall... Zack. Und dann ganz entspannt hier rüber. Vampire können nicht schwimmen, wissen wir alle. Aber klettern können sie. Nice. Oh, warte mal. So. Nochmal und hepp. Alles klar, das hätten wir. Okay, Freunde. Die Luft ist rein. Warte mal, gib mir mal direkt nochmal den Pfeil hier zum Nachladen. Ich habe lieber einen im Anschlag. Einen Pfeil für den Fall der Fälle. Okay, was haben wir hier? Neue Notiz. Aus den Tunneln kommen seltsame Geräusche und die Leute berichten, dass sie Dinge gesehen haben. Ich glaube es nicht. Diese Tunnel sind alt und voller Ratten. Aber als ihr Chef musste ich es mir ansehen. Ja, dein Fehler, Kollege. Der Chef muss immer nachgucken, wenn irgendwas nicht läuft. Kennt man, den Klassiker. Nur hier in dem Spiel wirst du damit direkt mit deinem Leben bezahlt. Ich sag's dir. Ich saug euch alle aus. Aber auf die Unangenehme. Kollege, Lady! Warte mal, sie kriegt gar nichts mit, ne? Und Abfahrt. Komm, und. Und tschüss. Weg mit dir. Oha, guck mal, das könnte das Verlies sein, oder? So ein paar Bücher. Oh mein Gott, wie schäbig ist das bitte? Alles klar, warte mal, wir gucken mal unten nach. Oh, Moment, hier lang. Ja, guck mal, da liegt schon der nächste. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier rüber. Dann hier hoch. Hepp. Oh, guck mal, ja, da hinten hat er uns noch nicht gesehen. Aber wir können auch, glaube ich, noch nicht, oder? Hallo! Und weg mit dir! Oh, guck mal, durch die Tür durchgezimmert hier. Durch die Gitterstäbe gedrückt. So lobe ich mir das. Tja, Kollege, hast du den falschen Job ausgesucht? Oh, Moment. Kommen wir hier nicht durch? Ne, kommen wir nicht durch. Okay, ich wollte gerade sagen, sterben wir jetzt? Oder? Nein, geht aber. Das geht. Okay, dann wahrscheinlich hier lang.
Okay, Pumpenraumschlüssel. Scheiße. Da hinten müssen wir hin. Die Frage ist nur, wie. Wie kommen wir da hinten hin? Habe ich jetzt den Typen weggeschmissen, der den Schlüssel hatte? Das wäre natürlich ein bisschen dumm. Ah, Moment, da oben. Zack. Ne. So, einmal hier hoch. Komm her, die Bretter reißen wir mal ganz entspannt runter. Und hier geht's lang. Oh, guck mal, die Ratte, wie sie den Schädel wegkickt. Fräulein. Komm her. Wie sieht's aus? Sollen wir den Headshot verpassen? Sollen wir dir einen Headshot verpassen? Nein. Wir snacken dich einfach so weg. Okay, Moment. Nee, da geht's nicht weiter. Dann hier hoch wahrscheinlich. Links-Rechts-Kombination passt aber soweit. Oh. Kopf einziehen. Nee, der war hier aber auch nicht das Verlies von ihm. Wenn man sich hier so krass frei bewegen kann, das kann dann nicht sein. Kabeltrommel. Oh, ein Hammer. Komm mal her. Nein! Oder ein Schraubenzieher. Sollen wir sie wegschrauben? Ach, okay, jetzt sind wir hier. Alles klar. Boah, du hast auch schon bessere Zeiten gesehen, ne? Alright. Es wäre halt zu geil, ne, wenn wir sie so abstechen könnten. Würde aber nicht funktionieren. Ich meine, mit dem Hammer, das ist ja schon grenzwertig, dass das überhaupt funktioniert. Komm mal her, reißen wir auf, einfach so runter. Okay, wow, jetzt sind wir im Kreis gelaufen, warte mal. Das war nicht gut. Shit, wo ist denn der Schlüssel? Wo ist der Pumpenraumschlüssel? Hat er ihn? Ah, hier liegt er. Alles klar, habe ich eben komplett übersehen. Freunde, erster am Schlüssel, erster am Easter Egg. So, dann müssten wir aber jetzt eigentlich hier reinkommen, ne? Ja. Give it to me. Alright. Okay, was haben wir hier? Warte mal, das muss doch irgendwie... Zack. Also das ist noch nicht so ausgereift. Immer noch nicht, tatsächlich. Schade. Wie gesagt, Half-Life Alyx funktioniert das wunderbar. Hier musst du echt... Musst du richtig gut aimen. Ist nicht einfach. Warte mal. Einmal so hoch. Ne, siehst du, ich krieg's nicht hin. Hau mir das Ding selber gegen den Kopf. Schade. Ist nämlich eine echt geile Mechanik. Macht echt Bock, wenn es funktioniert. Aber gut, das könnte man vielleicht auch noch nachpatchen. Wer weiß. So, Tür auf. Weg ist frei. Boah, Junge, was ist das hier für ein Kanal? Tunnelsystem. Hast du nicht gesehen? Größer, als ich gedacht hätte. Okay, warte mal. So, ein bisschen Wasser lassen. Und wieder hier hoch. Ich habe so die Befürchtung, das wird nämlich auch unter Wasser gesetzt. Ah, okay, nicht ganz. Dann können wir doch hier weitermachen. So, kommen wir jetzt... Ja. Ah, warte mal. Wir brauchen einen ätzenden Fall wahrscheinlich. Da ist eine Kette da oben. Yes! Und da kommt die Leiter runter. Nice. Oh, boah, Kollege, Moment. So, einmal hier rüber, so. Nein. Da geht's nicht weiter. Hier lang. Genau, jetzt wird das Wasser wieder abgelassen. Ah, guck mal, da könnte der Weg dann weitergehen, glaube ich. Jetzt läuft das auf jeden Fall mehr ab, als es eben war, als wir den Raum hier betreten haben. Ja, das sieht doch gut aus. So, Moment.
zack. Das ist halt auch geil gemacht, ne? Dass du im nach unten fallen diesen Teleport benutzen kannst. Oh Gott, ist das seine Zelle? Ist das seine Zelle? Wahrscheinlich ja, ne? Wahrscheinlich ist das seine Zelle. Ah, okay, guck mal, da geht's weiter. Hallo. So, zack, darüber. Okay, wen haben wir denn hier? Wer bist du, Lady? Komm, komm mal her. Komm mal her. All came to an end 15 years ago, when I was captured by an unknown kindred. They threw me in a cell, kept me alive by throwing me rats and other vermin. And every night, my unknown captor would restrain me using dark disciplines and nigh on empty me of blood. Bah. Using rusty old syringes. I never learned why. They never opened their filthy mouths to speak, only to drink. Scheiße. When I finally escaped that hole in the ground, I returned. Oh, come on here! They had all been slaughtered. Years ago. Not a single one of them had been spared. I read about it in old newspapers. The details were horrific. Even for me, I am sure it was my unknown captor who did it. Ja, Pietro hat gerade seine Lebensgeschichte nochmal erzählt. Leute, was ist denn hier los? Zieht euch mal dieses kleine Easter Egg rein. An Meister Splinter angelehnt vielleicht? Leute, wie crazy ist das denn? Aber die Ratte, die da Fernsehen guckt. Ja, Mann. Jetzt müssten nur noch so ein paar Turtles da hinten chillen, dann wäre das echt so ein Easter Egg, so Meister Splinter mäßig. Cool. Warte mal, da habe ich eigentlich Bock schon auszuprobieren, ob wir eine Trophy kriegen, wenn wir sie töten, ne? Das habe ich aber gerade. Ja, ich kann das nicht loslassen. Und by the way, es geht auch irgendwie gar nicht weiter, oder? Ich meine, ich sehe hier drin nichts. Gucken wir mal hier rüber. Nee. Okay. Dann war das hier auch bestimmt nur optional wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, da müssen wir hin. Einmal hier hoch. Und einmal hier runter. Aber da kommen wir auch nicht weiter, oder? Nee, geht auch nicht. Ah, hier. Moment, hier ist auf einmal so ein Schalter. Moment. Komm zu Daddy. Ach, cool. Jetzt ist die Tür da oben offen. Alles klar. So läuft das. Zack, einmal hier runter. Und hier durch die Tür. Es wäre auch nice, wenn wir die Ratten so anziehen könnten, wisst ihr? Wie viel Blut haben wir noch? Nee, alles noch gut. Ihr werdet mir eh immer sympathischer. Alright, alles klar, da oben geht's weiter. Moment. Yes, der hat gesessen. Und da kommt die Leiter runter. Alles klar. Oh Gott, wir haben das Rad abgerissen. Scheiße. Oh, jetzt müssen wir wahrscheinlich schnell sein. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Einmal hier hoch, einmal hier rüber. Oh. Easy. Easy. Und hier schnell hoch. By the way, übrigens, guck mal hier, da steckt sogar noch der Pfeil. Können wir leider nicht mitnehmen. Okay, komm, wir machen es lieber aus dem Staub, bevor das Wasser noch weiter steigt und wir drauf gehen. Ich habe nämlich so die Befürchtung, ja, es steigt weiter tatsächlich auch. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Aha, Moment. Scheiße! Ich wollte das Collectible doch mitnehmen. Nein, wo lang? Nein, verdammt! Wo lang? Okay, hier. Nein! Oh, scheiße! Mist! Ich wurde vernichtet. Ich bin ersoffen. Das bin ich. Beim Vernichten waren wir eigentlich noch weit entfernt. Aber Wasser kann ich nicht ab. Unten im Loch, ja. Stimmt, so heißt's. Ja, gut zu wissen. Dann muss ich jetzt auf jeden Fall den ätzenden Pfeil einmal nachladen. Damit wir dann finde Pietros Zelle. Okay, warte mal, wir fangen erstmal damit an. Gib mir mal den hier.
So, jetzt machen wir das direkt nochmal. Und jetzt beginnt der kleine Wettlauf gegen die Zeit. Zack. Tropft es hier auf unser Gesicht. Und los geht's. Zack, 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 zack. Hier rüber. Hier hoch. Jawohl, passt. So, dann hier ganz schnell hoch. Guck mal, wie wir abgehen. Wuhu. Yes. Komm, komm, komm. Zieh dran. Weiter, weiter, weiter. Okay, warte mal. Einmal drehen hier. Rüber bis zur Kette. So, dann einmal kurz hier parken. Und den hier. So, und jetzt muss ich gucken, wo geht's weiter? Da geht's weiter. Und hier hoch. Yes, Baby. So ein Ding ist das. Ha! Wäre doch gelacht gewesen. Okay, warte mal. Wir können auch darüber kurz. Okay, könnte das die Zelle sein? So, why join the Camarilla, I hear you say? There were several reasons. The Camarilla's conflicts with the Inquisition put them in a spot where they really needed a strong arm to enforce the law. We were there. We maneuvered the political landscape well, definitely better than our detractors. The Camarilla welcomed us. Die Camarilla. Also es gibt anscheinend mehrere Clans. Wir wissen jetzt neuerdings von den Camarilla. Wir wissen von den Hakata. Und wir wissen von den Nosferatu. Und Leute, für alle, die Vampirspiele gerne spielen, es gibt ja noch Bloodlines, das ist ja dieses Open World King of the Hill Shooter Spiel. Wisst ihr, was ich meine? So, wo der Open World, ihr seid in Prag unterwegs, in der Stadt, die an Prag angelehnt ist. Und dann Battle Royale mäßig. Richtig geiles Spiel, fand ich auch echt gut. Kann ich auch nur empfehlen. Ach guck mal, Gerüste können wir auch hoch, auf ganz entspannt. Ob uns das was bringt, weiß ich noch nicht, aber ich wollte einmal hier hochgehen, gucken. Fräulein, komm zu Daddy. Und da macht sie sich aus dem Staub. Okay, ne, höher kommen wir nicht. Oh, ist das Tageslicht? Oh mein Gott, schnell weg. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier runter. Ah, nein! Gott. Gerade noch so geschafft. Alright, warte mal. Lieber mal eine Patrone, beziehungsweise ein... Patrone. Ein Schlafbolzen im Anschlag. So, oder so ein Ding ist das, warte. Das meine ich. Der gute alte Schlafbolzen. So, kommt schon, Leute. Wo ist die Zelle, verdammt? Wir sind hier in einem abgespaceden Labyrinth unterwegs. Viel zu ruhig hier. Oh. During the construction work, the wall fell down. Well, you can see for yourself. This lead room to the sewers? Yes. Schlüssel. The wall needs to come up. Erster am Schlüssel, erster am Isaac. Yes. Oha, was ist das denn? Freunde! Junge! What happened down here? What the fuck? Okay, Tommaso ist Tunnelarbeiter. Er ist auf jeden Fall maximal nervös. Aber was haben wir denn hier? Freunde! Sollen wir uns hier mal so eine... Oh! Boah, einfach jemanden so von den Gegnern, weißt du? Eine Spritze in den Nacken. Schön mit Vampirblut. Ach, guck mal, da unten ist wahrscheinlich die Zelle von Pietro. Wir haben ihn gefunden und da oben ist Tageslicht. Boah, wie mies. Wie mies. Ich kann damit auch nichts machen, ne? Warte mal, das müssen wir testen. Ich brauche einen Freiwilligen. Wer hat Bock auf eine Spritze Vampirblut von Pietro? Ballert richtig das Zeug, vertraut mir. Den Trip vergesst ihr nie im Leben. So, hier dürfte seine Zelle, beziehungsweise, nee. Guck mal, sogar ein Scheißhaus haben sie ihm gelassen. Alright. Okay, lass mal lieber gar nicht zu lange hier in der Zelle bleiben. Nachher die Tür zum Wir stecken fest. Okay, Moment. Nein! Dich will ich auf jeden Fall noch behalten. So, das hätten wir. This must be it. Pietro's cell. Also wenn das seine Zelle war, dann hätte er aber easy abhauen können hier mit so einem Loch in der Wand.
Das macht wenig bis gar keinen Sinn. Okay, warte mal. Scheiße, jetzt die Spritze weg. Ach, komm schon. Feste! Oh, ich krieg's nicht ab. Oh Gott, jetzt haben wir den Pfeil da reingehämmert. Scheiße. Ach, guck mal, die jetzt cool, guck mal. Siehst du das? Wie die Nägel, wie wir das Brett langsam... Komm schon. Na los. Oh, das gibt's doch nicht. Es geht nicht ab. Ich krieg's nicht ab. Nee. Verdammt. Ey, das gibt's doch nicht. Komm schon. Also ich bilde mir ein, dass es funktioniert, aber es dauert ewig lange gefühlt. Oh Gott. Komm schon. Also man hört das Brett die ganze Zeit knarzen. Oh, das gibt's doch nicht. Freunde, okay, halte gedrückt, um Ziele mit deiner Hand auf, um geschärfte Sinne einzusetzen, um nach Hinweisen zu suchen. This cell, this prison, I stare at the walls, counting the days, weeks. I barely recognize myself. Guck mal, da zerbröselt das Brett. The beast inside me. It lives its own life now. I can no longer control. Oh Gott, Pietro ist irgendwann durchgedreht. My captors. They taunt me. They keep me just an inch from my final death. When I get out of here, and I will get out of here, I will hunt them down. Ja, Mann. In my vengeance. Will be legendary. Er will eine legendäre Vergeltung üben, aber kann man ihm gar nicht ver... Also ja, ich bin voll bei dir, Kumpel. Wir machen zusammen legendäre Vergeltung. Wir schlachten ja alle ab, ich sag's dir. Wir werden auf jeden Fall herausfinden. Das ist auch der gemeinsame Nenner tatsächlich. Pietro hat ja gesagt, pass auf. Da kommt ein Vampir aus New York, der kommt zu dir, du bist der Kontaktmann. Ja, ihn haben wir ja als erstes getroffen, als wir in Venedig angekommen sind. Und er gewährt uns Unterschlupf. Und der Grund war, dass wir einen gemeinsamen Feind haben. Also es gibt hier wahrscheinlich irgendeinen Strippenzieher, der denjenigen tot sehen will, der Pietro festgehalten hat und der auch uns tatsächlich... Irgendwie hängen wir da auch noch mit drin. Ich weiß nicht, wer es ist. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Aber ich glaube, es hat irgendwas mit den zwei Schwestern zu tun, die wir ja schon kennengelernt haben. Oh Gott! Scheiße! Geht auf jeden Fall mysteriös weiter. Vampir Parsival ist am Start, um hier ganz Venedig zu säubern. So, okay, Moment, wir sind stehen geblieben. So, komm, einfach mal schnell hier hoch. So, ich musste gar nicht darüber. Ah, Moment, guck mal, was haben wir denn da? Da müsste aber auch einer von denen hier gehen, glaube ich. Nein, geht nicht. Ich nehme es zurück. Was? Komm her. So. Yes, der Säurefall. Und darunter. Okay, wir können da links lang, aber ich will einmal hier ums Eck luchsen. Oh Gott, hier ist sehr duster. Hier siehst du gar nichts mehr. Moment. Obwohl wir ein Wesen der Nacht sind. Ich dachte eigentlich immer, Vampire haben Night Vision. Wir nicht. Beziehungsweise noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Okay, Moment. Einmal am Rad drehen. Und am besten schon mal nachladen.
hier gibt es aber immer noch nichts zu sehen. Okay, warte mal. Gehen wir erstmal hier lang. Oder? Nein, wir gehen erstmal hier, Hannah. Okay, hier gibt es aber tatsächlich gar nichts zu sehen. Dann gehen wir wieder zurück. Zack. Haben wir hier durch. Yes! Okay, das ist eine echt große Tür. Können wir die öffnen? Ne, können wir nicht öffnen. Hallo! Oh, Glück gehabt. Ich habe daneben geschossen. Scheiße. Komm, verschwinden wir. Okay, alles klar. Und komm zu Daddy! Hey, ich bin noch nicht fertig mit Snacken. Okay, aber er ist fertig mit uns. Alles klar, komm. Direkt weiter. Ich glaube, wir haben es auch gleich. Wahrscheinlich nur noch hier hoch. Yes, schließe die Untersuchung ab. Alles klar, machen wir. Jawohl, Pietro, wir haben dein Versteck gefunden, beziehungsweise deine Zelle. Oh, 750 EP wieder, alles klar. Zurück ins Versteck. Mal gucken, was er dazu sagt. Wobei, Freunde, ich sehe gerade, die Folge geht schon wieder zu lang. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge an, was er dazu sagt. Oder wisst ihr was, komm, gönnen wir ihm noch schnell. Jo, Pietro, wir haben gute Nachrichten. Did you find anything? Yes! Yes, I found a cell in the floor of a large open sewer space. Judging by the scratches on the walls, you were kept there for a very long time. Too long. There's more. I overheard people talking. Anyone you recognized? I just got here, remember? And there was a sewer wall between us. There was a man. Italian. Definitely Kindred. Ordering his goons about. His name is Tommaso Giovanni. Anziano in the Hecata. Someone you know? He is Elena Giovanni's elder. The one who embraced her. Ruthless and stinking rich. He is a minor player in the Hecata Council. Desperate to become more important. Very much a person who would keep me imprisoned for reasons unknown to me. So what's next? Let's keep our focus on Elena. I'll make some inquiries of my own regarding Tommaso. Alles klar, wir beschäftigen uns weiter mit Elena. Eins am anderen. Es geht also aufregend und blutig weiter, aber in der nächsten Folge, Freunde. Wie immer an der Stelle, Bewertung nicht vergessen, denn gönnt ihr mir und Justice, gönnen wir euch. Und dann sehen wir uns im nächsten abgespaceden, bissigen, blutigen Video. Bis dahin und tschüss.